Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Risen 1 Remastered. Wir sind hier stehen geblieben vor der Brücke und wollten hier gerade auf die Suche nach der letzten, mehr oder weniger letzten verschwundenen Kristallscheibe sein, gehen und so. Dafür quatschen wir mit Rupert erstmal. Hast dich wohl verlaufen, was? Nö. Sei besser vorsichtig. Hier draußen ist es gefährlich. Nicht mehr für uns. Wir haben ja letztes Mal ein geisteskrankes Update hier punkto Axtkampf gemacht, dass wir jetzt halt hier einfach so eine Zweihandwaffe mit einer Hand führen können und dass wir so ein Schild noch nebenher führen können. Also es ist geisteskrank, was letzte Folge da passiert ist. Ich glaube, dreimal in die Axt haben wir geskillt, ne? Ja, doch, langsam aber sicher wird ein Schuh draus, ne? Du bist Jäger? Kannst du mir was beibringen? Und ich kann dir zeigen, wie man mit dem Bogen schießt. Außerdem weiß ich, wie man Tieren das Fell abzieht. Joa, nicht so interessant für uns, ne? Was kannst... Ja, Bogen, Tiere ausweiten, alles klar, gut. Was machst du eigentlich hier draußen? Ich warte nur auf die richtige Gelegenheit. Für? Ja, und was genau hast du vor? Ich werde diese Insel endlich von diesem elenden Gürger befreien. Ach, lol. Klingt interessant. Erzähl mir mehr davon. Er ist ein schreckliches Monster. Groß und kräftig. Und er raubt Kühe und Schweine. Niemand glaubt, dass es ihn wirklich gibt. Aber ich weiß, dass er existiert. Und ich werde es beweisen. So. Okay. Und wie willst du das anstellen? Ich werde seine letzte Fährte finden und das Scheusal stellen. Dann wird jeder sehen, dass ich recht hatte. Und niemand wird mehr über mich lachen. Okay, Rupert will seine Ehre zurück, oder was? Erklär mir deinen Plan. Siehst du diese lange Hängebrücke dort? Sie führt auf diese große Felsenhalbinsel. Nach allen Fährten, die ich gefunden habe, bin ich mir sicher, dass der Gürger irgendwo dort seinen Hort haben muss. Du siehst mir so aus, als könntest du ordentlich austeilen. Lass uns die Halbinsel mit vereinten Kräften ausmisten. Das ist geil, wenn wir hier so ein Compadre am Start haben, oder? Ich werde dir helfen, den Gürger zu jagen. Ha, sehr gut. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, die ich kriegen kann. Das wird aber kein Spaziergang, das kann ich dir jetzt schon sagen. Kriegen wir, Rupert. Erstmal, geht das? Das ist zu riskant. Das ist riskant, alles klar. Ich werde vorgehen und du wirst mir folgen. Hört sich gut an. Sag Bescheid, wann es losgeht. Um auf einen Kommentar aus der letzten releaseden Folge einzugehen, muss ich einen kurzen Schnitt machen. Und zwar können wir doch nicht so einfach die guten Äpfel hier liegen lassen. Hä? Hä? Nee, die müssen wir schon mitnehmen. Die müssen wir schon ein bisschen mitnehmen. Warte mal, hier, machen wir mal so 6 oder so. Passt das? Ja, komm. Hauen wir nochmal 2 oben drauf. 3. So, Warenkorb handeln. Die Äpfel, die nehmen wir mit, weil das ich ist wusste, dann... Ich wusste, wir sehen uns wieder. Ach, sieh, Alter. Dich kriege ich, du Schwein! Na, warte. Du entkommst uns nicht. Bleib stehen! Okay, das... Du hast keine Chance gegen uns. Was soll das denn schon wieder? Ist der jetzt tot, oder? Oh mein Gott. Ey, ich zieh durch. Nächster TP. Was geht hier ab, ey, hä? Jesus. Ja, okay, Jungs. Mir wird's gerade ein bisschen zu hitzig hier. Wo gehen wir hin? Vulkanfestung? Ey, irgendwas ist hier passiert. Ich weiß. Ich glaube, wir haben hier ein Problem. Vulkanfestung, westliche Ruinen. Ja, ich teleportiere mich kurz. Bis gleich. Ich habe dann auch gleich mal die Chance genutzt und mich bei Eldrick ins Bett gehauen. Dann haben wir nämlich wieder morgen. Komm mit, wie du willst. Dann haben wir schön lange Tageslicht. Okay, Rupert ist am Start. Also, ich weiß jetzt nicht ganz, ne? Aber ich sag mal so: Wenn es noch ein bisschen so weitergeht, dann können wir uns auch auf blöd mit der ganzen Hafenstadt anlegen. Dann ist es mir halt auch rotzegal, ne? Also wenn sie Bock auf Stress haben, sollen sie ihren Stress bekommen. Ich denke mal, das hat irgendwas noch mit dieser einen Geschichte, mit diesem Kopf da zu tun. Aber wenn sie so nachtragend sind und es so krass brauchen, mein Gott, dann wird halt demnächst gefetzt. Okay. Der macht die One-Hit mit dem Bogen oder was? Hört ihr, was ich höre? Also, der macht die echt One-Hit. Also, irgendwas faucht hier. Irgendwas grummelt hier.
Wenn irgendwas... Den ganzen Krempel brauchst du nicht mehr. Oha, hey. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist da oben. Wie groß ist denn der Mist hier? Ist schon eine größere. Ist schon eine größere Insel. Wollen wir erstmal dorthin gehen, wo es faucht, oder wie machen wir es? Ja, komm. Was bist du? Aschebiest? Aschebiest. Also ein Affe halt. Kann stellenweise auch einfach unsichtbar werden. Oh, die sind, glaube ich, krass. Ich glaube, die sind sehr, sehr krass. Wir haben mit einem aufgeladenen Schlag machen wir den gar nicht mal so viel Damage wie gewohnt. Ich bin irgendwie blockt. 300 Erfahrung. Okay, aber er tankt auch direkt Aschebiest. Bestienherz. Er trinkt auch direkt sein Leben wieder nach. Okay, neuer Gegner, wie ich sehe. Neue Gegnerart. Und hier ist eine Schatztruhe. Mal gucken, vielleicht eine unmögliche ist es. Und nochmal von vorne. Wir machen mal wieder den typischen. Der Dietrich ist hin. Okay, geht nicht. Links, rechts, links, rechts. Okay, links, rechts, links, links. Links, rechts, links, links. Rechts. Oh, zu schwer. Links, rechts, links, links, rechts. Boah. Jawohl. Ich sag ehrlich, ich hätte es mir, glaube ich, nicht merken können. At this point. Sehr schön. Oh, ich höre so eine leichte Gitarre im Hintergrund. Es geht so ein bisschen in die Gothic 3 Höhlenmusik dann von der Gitarre. Also so lang. So lang ist es her, als ich die Gitarre das letzte Mal gehört habe. Okay, da wollen wir offensichtlich runter. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt einfach runterspringen. Oder ob uns der Weg ohnehin dorthin führt. Kann ich euch gar nicht sagen, aber es sieht fast so aus. Ich will halt jetzt nichts, also kein Part skippen von dieser Halbinsel. Deswegen würde ich sagen, wir laufen jetzt lieber erstmal hier unten lang. Hm. Also ist schon auf jeden Fall ein krasser Bogenschütze, wenn wir mit der Armbrust die nicht one-hitten. Du hast keine Chance gegen uns. Okay, wir gehen wieder gedeckt nach vorne. Okay, haben wir. Ach, komm. Häuptling. Sehr schön. Sehr schön. Oh, da kommt noch mehr. Ey, den Apfel einfach mal im Wurf fangen, wäre schon eine Sache. Aha. Ich weiß echt nicht, wie ich gegen die fighten soll. Es kommt noch einer. Hallo, bitte. Nummer 1. Boah. Kommt noch einer? Wie schaut es eigentlich punkto Werkzeugbeutel aus? Das muss doch hier... nimmst du... Okay, 11 von 15. Auf diese kleinen Hutzelgnome hier müssen wir höllisch aufpassen. Ja. Die sind saugefährlich und klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Okay, dann pass gut auf. Lass uns weitergehen. Das ist echt gut, dass wir die hier nochmal so krass abfarmen können. Vielleicht können wir danach sogar die Quest abgeben. Ich meine, ja, Hafenstadt gerade irgendwie ein schwieriges Gewässer, so, wenn die Leute noch ein bisschen piss davon sind. Aber man wird sich schon irgendwie durchmogeln können, ne? Ich glaube, jetzt haben wir halt Aggro von jedem. So. Ja, ja. Mach ruhig deine Truhe zu. Eine Perlenkette. Ne, Perlenkette ist hier. Haben wir mittlerweile eigentlich wieder ein bisschen billigere Tränke? Boah, ich glaube, ich nutze mal den hier rein. Boah, wieder die Null, die nicht funktionieren möchte. Bei mir, bei NAM. Okay, speichern wir. Und dann geht's hier weiter. Ey, ich hoffe echt auf noch mehr Goblins. Wir brauchen... Also ich will echt langsam auch mal diese Werkzeugbeutel-Quest weg haben. Man denkt Main Story, solange sich das Zeug zieht. Oh, das sind schwarze Wölfe. Oh, jetzt sind wir eingekesselt. Sehr schön, haben wir. Alter, sie wissen es ja einfach. Haben wir? Jetzt macht er nur noch Seitwärtshits, oder wie? Boah.
Ja! Mit dem Biest hast du kurzen Prozess gemacht. Wir können ja auch gut austeilen, ne? Ich glaube, er hat die besseren Heiltränke dabei, sage ich ehrlich. So. Das bisschen Zeug, was wir hier noch einsammeln können, sammeln wir natürlich ein. Und dann haben wir auch nichts geskippt. Wir hätten nämlich sonst was geskippt. Ja, wir hätten die Gnome, die Goblins geskippt. Okay, schaut auch interesting aus hier, aber tiefe Gewässer, ne? Wir können ja offensichtlich nicht allzu gut schwimmen. Beziehungsweise macht dieser komische Wurm immer einen Strich durch die Rechnung. Wir gehen weiter. Wo sind wir, inseltechnisch? Ja, wir sind ja jetzt ja schon gefühlt halb durch. Human. Bisher. Sehr human. Okay, hier gleist das Sonnenlicht rein. Tja, jetzt wird's kompliziert. Ich würde vorschlagen, weiter nach Norden zu gehen. Der Weg nach Osten gefällt mir irgendwie nicht. Warum nicht? Die meisten Spuren der Gnome führen nach Norden. Es ist seltsam. Aber es könnte gut sein, nach dem, was ich hier sehe, dass sie mit dem Gürger zusammenarbeiten. Tatsächlich? Vielleicht ist es ja auch nur Zufall. Wir werden's ja bald erfahren. Geh weiter. Norden ist ja dann wohl in die Direction. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nicht nach Norden. Ich will wirklich alles mitnehmen so. Und wenn hier noch irgendwie eine geile Schatzkiste ist oder so, dann will ich die auch sehen. Hier ist ja eine Höhle. Aber wir werden uns... Hey du, ich habe ein echt schlechtes Gefühl bei dem Weg hier. Ich will ja nicht meckern. Aber hier oben sind wir verkehrt. Das habe ich im Urin. Rupert, ich würde es mir trotzdem sehr gerne anschauen. Aber jetzt, also ich bin ehrlich, jetzt bin ich noch heißer auf den Weg. Wieso versucht er so vehement, uns davon abzuhalten? Okay, komische Schildkröte. Aber ich habe auch schon die erste Schatzkiste gesehen. Aber mit ihm hätten wir ja mal wirklich die Chance, so ein Ding wegzuklopfen, oder? Würde ich sagen. Okay, ich block die. Oh, haut den Block weg. Das ist so frech, dass die das kann, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass die Rupert kurz angreift. Weil ich glaube, wir hauen mehr Nahkampfschaden raus. Jo, aber ordentlich. 160 Erfahrungspunkte. Mana-Pflanze und Heilkraut. Die gibt einfach Pflanzen. Wir können einfach Pflanzen von der looten. Sie besteht halt nur aus Pflanze. Und deswegen hast du jetzt rumgeheult. Oh ne, da geht's weiter. Ich will echt wissen, was in Ruperts Urin ist. Dass er hier nicht hoch möchte. Die Schatzkiste. Seemannskiste, komm. Nochmal von vorn. Abgebrochen. Geschafft. So. Stein. Ein ganz gewöhnlicher Stein. Wie langweilig. Ja, das trifft's eigentlich ganz gut. Hab jetzt auch mir gedacht, so, ja, welch Wunder ist hier drin, aber es ist halt wirklich einfach ein ganz normaler Stein. Hier geht's weiter. Sieht auch sehr komisch aus hier. Hier sind wir unten reingegangen, ne? Oh, was? Wait a minute. Wir nutzen den Glitch. Ja, jetzt ist er drin. Was ich wegen dem neu laden muss, werden wir hier benutzen. Schöne Heldenkrone eingesackt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, langsam. Langsam, aber sicher. 8 Stück. Gäbe uns dann. 8x5, 40 Stärke. Joa, das sind halt 40 Lernpunkte. In der Alchemie wären wir billiger weggekommen. Kann man echt demnächst mal in Angriff nehmen. Wir wären bei 120 Stärke. Imagine. Wir schauen uns jetzt, glaube ich, dann auch erstmal an, was wir... Das ist ein Ogre. Aber der ist feindlich gesinnt, oder was? Ogre. Tatsächlich, der hat keinen Namen. Wir gucken einfach mal, wann das die nächste dumm von dir. Krasse Waffe kommt. Und dann schauen wir einfach auch mal, wie viel Stärke die benötigt. Ich glaube, der... Ja, der... Oh.
Das war dumm von dir und damit soll er recht behalten. Ich habe gerade echt Probleme, mich hinzusetzen, einfach wegen... wegen der Nummer hier. Ich weiß nicht, wie ich mich hinsetzen soll, ohne dass ich irgendwie da an Schmerzen komme. So, oh nö. Oh nö. Habe ich jetzt die Heldenkrone schon? Ich weiß es gerade nicht. Schau mal ganz kurz, aber ich glaube fast nicht. Oder? Warte, 8 Stück waren es ja, ne? Doch, haben wir. Okay. Ey, wie machen wir es? Also ist schon mal gut. Ich glaube, der Weg findet nämlich hier sein Ende. Dann können wir direkt wieder nach unten und skippen damit auch wieder rum nichts mehr. Alter, wieso schaust du so einladend aus? Ich glaube, wir lassen Rupert mal den Vortritt. Jeez. Oh, komm. Oder erstmal die Ads. Alter. Wir müssen aufpassen. Also ohne Begleiter wäre die ganze Nummer hier richtig beschissen. Wie, womit hat er das verdient? Ogerkeule? Wartet mal. Die könnte wieder ein bisschen Stärke brauchen. Hä, seit wann? Seit wann? Passt auf, ich mach gerade einen Linksklick. Er macht einen Hit. Mit Rechtsklick? Ist das die neue Konterparade? Nicht mal eine Münze? Doch, er hatte eine Münze. Werkzeugbeutel, 12 von 15. Ach, das sieht gut aus. Mann, Mann. Hier oben sind wir völlig falsch. Nicht für meinen Geschmack. Ich könnte wetten, wir müssen weiter nach Norden. Woher willst du das wissen? So ein Gefühl, ja? Kann auch sein, dass ich mich irre. Lass uns weitergehen. Ich find's gut hier. Ich find's sehr gut. Oh, hier sind echt noch einige Gnome. Oh nee, hier würde es echt weitergehen. Wir gehen aber nochmal runter. Ich will den Weg so nicht einschlagen. Wir öffnen die Truhe noch. Die war doch gerade noch offen. Geht doch. Bisschen Gold und Heiltrank ist wichtig. Was ist mit der Ogerkeule? Können wir die selbst tragen? Nee, oder? Können wir nicht. Warte mal, ist die dann bei Sonstiges? Federkiel, Schmiedehammer. Ogerkeule, ja. Für einen Menschen ist die Waffe viel zu groß. Aber Hauptsache, da steht Hiebwaffenschaden 100. Die wäre schon geil. Ich meine, okay, viel besser als... Naja, gut. Juckt jetzt vielleicht auch nicht so krass. Ey, aber schade, dass wir das nicht anziehen kann. Also, wofür auch der Hiebwaffenschaden dann? So, ist ja dann useless, das hinzuschreiben, oder? Okay, dann gehen wir wieder runter. Haben wir den Ogerschild mitgenommen. Ich denke, wir finden dann auch gleich wieder Anschluss zu dem Weg hier. Also halt dem, den wir gerade gesehen haben. Es ginge ja hier auch weiter. Aber ich habe gesehen, da sind noch ein paar Gnome. Ich habe noch eine Goblin-Ader gesehen. Eine Goldader. Alter, ich bin so im Gnomenfilm. So, hier. Ich meine, wer weiß, vielleicht bekommen wir echt noch unsere Werkzeugbeutel voll hier. Chancen stehen gut. Ey, wir brechen die einfach, ne? Das ist egal, ob die blocken oder nicht. Wir hauen die einfach um. Da kennen wir nichts. Wo ist Rupert? Okay. Hier ist die Goblin-Ader. Hier links ist doch auch irgendwas, oder? Nette Ausbeute. Einfach nur die Wurzel. Okay, ja, ich warte immer noch auf den... den nehmen wir auch gleich mit. Auf den Tag, wo wir die One hitten. Vielleicht nicht gleich die Häuptlinge, aber halt die Gnome werden schon anfangen. Du hast keine Chance gegen uns. Oh, das sind jetzt halt 3 Häuptlinge am Start. Uff. Ich nehme mal die Agro, weil er one-hittet ja eh. Sehr schön. Okay.
Alter, was ist denn das jetzt für ein Hit? Ich will es gerne wissen. Ist es echt die Konterparade? Weil irgendwie damit zuschlagen tun wir auch nicht. Oh, da ist noch einer. Oh, da ist noch einer. Ah, wir sind eingekesselt. Okay, der ist weg. Oha. Da hat er aber zurückgefeuert jetzt. Hat. Haben wir weggehauen. Ja, einen haben wir noch. Wo ist er hin? So. Die anderen Viecher machen wir auch noch platt. Okay, so. Wie schaut's aus? Werkzeugbeutel. Okay, die Häuptlinge können die auch dabei haben. Ich habe das Gefühl, irgendwie bei jeder Gruppe ist ein so ein Werkzeugbeutel. Das waren, glaube ich, gerade zwei Gruppen. Also, wo ist mein letzter Werkzeugbeutel hier? Wir sind gerade schon Richtung Norden gegangen, ne? Und ich glaube, hier würde jetzt auch der Weg runterführen, genau hier vorne. Aber die waren mir natürlich schon noch ein Anliegen. So, hier geht's gleich weiter. Ich sehe auf jeden Fall irgendwo hier Werkzeugbeutel Nummer 14 von 15. Boah! Du hast keine Chance gegen uns. Ich weiß gar nicht, auf welche Richtung ich mich konzentrieren soll. Das sind sogar noch mehr. Hallo, haben die billigen Plätze langsam mal Sendepause? Die laufen ganz, ganz komisch. Okay. Mhm. Mal gucken. Nee, auch wieder nicht. Wirklich, danach sind mir die Viecher so scheißegal. Also, wenn die Quest schon so lange geht, dann kann es ja auch sein, dass die richtig geilen Loot gibt oder dass der jetzt irgendwie neue Möglichkeiten für uns hat. Was weiß ich. Nicht mal eine Münze? Vielleicht hat er dann das letzte Schmieden für uns. Vielleicht hat er auch noch irgendwie eine spezielle Waffe oder ein krasses Warenangebot und so weiter und so fort. Ist jetzt ja wirklich keine Waffe, die man, keine Quest, die man einfach mal so in der Folge zum Beispiel jetzt macht. Muss man ja irgendwie die komplette Welt bereist haben. Obsidianer, da sehr schön. Auch dann wahrscheinlich fürs Schmieden 3 nicht schlecht. Mehr ist nicht zu holen. Ich sag ehrlich, wir brauchen mehr Lernpunkte. Mit den 11 Krakeligen kommen wir nicht weit. Und ich denke, die nächsten fließen halt echt entweder ins Schmieden oder tatsächlich sogar in die Alchemie. Ja, beides nicht schlecht. Jetzt sieh dir das an. Hier haben es sich diese kleinen Kerle richtig gemütlich gemacht. Ja, und die sitzen mir im Nacken. Das ist nur eine alte Ruine. Ich könnte wetten, dass hier der ganze Kram gelandet ist, den die Leute auf der Insel vermissen. Sieht ganz so aus, als sei hier das Hauptquartier dieser Gnome. Alter? Geh weiter. Bruder, ich bin gespannt, wir bekommen erstmal so einen ins Gesicht, ne? Oh, ja. Einen haben wir weggehauen. Schön blocken. Was machst du denn jetzt? Junge, pack dein Schwert aus. Oh, yeah. Ah. Hä? Durch die Wall. Durch die fucking Wall. Oh. Nee, der ist im Boden, oder was? Wo kommt der Scheiß jetzt her? Hä? Ey, hier ist noch echt einiges los. Okay, da ist schon mal eine Truhe. Keine Ahnung, ob da jetzt unten noch einer ist. Rupert checkt gar nicht mehr. Oh, yeah. Oh, wir kämpfen mal hier um die Ecke. Yeah. Oh, yeah. Next one. Oh, mit dem Schild ist schon deutlich angenehmer hier. Und irgendwas kam doch gerade von hinten, oder? Ey, irgendwas ist hier unten. Und durch die Wand einfach. Ich hau gleich den Minsky rein. Ja. Ey, Rupert checkt's gar nicht mehr. Ich glaube, der jagt echt dieses eine Ding, was hier im Boden weggebackt ist. Ja. Hier, schaut euch an. Er hat immer noch die Waffe gezogen. Werkzeugbeutel. 14 von 15. Okay, jetzt noch einer. Wem gebührt die Ehre? Oh, lol. Nee, da ist immer noch einer. Ey.
Ey, ich pack's nicht. Müssen wir uns jetzt wirklich mit so einem dummen Bug rumschlagen, ja? Gut. Heilende Wirkung. Ich meine, okay, vielleicht ist er nicht verbuggt im Sinne von, dass er irgendwie einfach nur unter der Erde ist und wir nicht rankommen, sondern der ist vielleicht unter der Erde in einem Tunnel und kann halt einfach durch die Wand schießen. Wäre der angenehmere Bug. Oh, lock. Ja. Einfach nur ein Gnom hier oben. Okay, aber sonst war jetzt hier nichts. Ey, ich fühle mich so gestresst durch die Kampfmusik. Ohne Kampf, aber mit Kampf. Es sieht eher nach Bug Nummer 1 aus. Ach, Junge, wo du her? Oh, leck. Schon die 8 reinpfeifen. Ja, ich, also erstens da gerade echt nicht wirklich die Hilfe schlechthin, ne? Ja. Immer noch kein Werkzeugbeutel. Oh, warte, da lag was. Ich würde halt gerne echt hier mit Waffe rumlaufen. Hier geht's runter. Der ist vielleicht echt wichtig. Das sieht nicht gut aus. Was macht man da? Muss man da neu laden und dann hat sich das Problem, oder? Bogen plus 1, okay. Never mind. Oha. Okay. Ach, Junge, wo kommt er? Nach euch hat wirklich keine Sau gefragt. Ich speichere mal. Also wir probieren es mal mit dem hier, wenn er zuschlägt. Nee? So war das nicht gemeint? Ja, es ist die Konterparade. Ja. Oh. Geht schon eine recht lange Kombo, aber... Ja. Bringt jetzt auch nicht so viel, einfach eine lange Kombo zu können. Man kann meistens eh nicht so lange durchschlagen. Zumindest noch. Es wird der Zeitpunkt kommen. Alter, jetzt ist hier auf einmal Giga-Gruft am Start, oder was? Wo sind wir denn jetzt reingekommen? Nee, warte, wir kommen hier gleich zurück. Ich will erst irgendwie das mit diesem Gnom klären hier. Also das stresst unnormal. Ich höre ihn halt immer noch werfen. Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal rein. Gigantische Gruft ist offen. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich klicke jetzt hier einmal hier den Schnellspeicher und dann neu laden. I don't know, wenn nicht, muss ich kurz mit dem Minsky, glaube ich, da runter. Irgendwo muss das Ding ja sein. Beziehungsweise... Warte mal, kann ich da überhaupt nicht? Ich kann da gar nicht runter, ne? Ich kann nur mit der Kamera runter. Ich hoffe, das Neuladen fixt das Problem jetzt hat. Wenn nicht, können wir noch andere Wege ausprobieren, aber in der Gruft wird der wohl kaum sein. Ja, sehr schön. Hat schon mal nichts gedacht. Also hier müssen wir nochmal hin. Das wäre auch noch eine Possibility. Geht's hier irgendwo rein? Oder runter? Auch nicht. Nochmal von vorn. Und nochmal von vorne. Der Dietrich ist... Alter, links, rechts, rechts. Rechts, rechts. Der Dietrich ist abgebrochen. Alter, links, rechts, 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 links, geht links. Doch. Aha, aha, aha. Steinplatte nehmen wir auch mit. Ich muss hier echt aufpassen. Da kann die ganze Zeit irgendwas durch den Boden geflogen kommen. Ja, wie hier. Also hier geht's nochmal runter. Das wäre jetzt irgendwie so ein bisschen letzte Rettung. Ich will jetzt keine Skelette sehen. Ich will diese Gnome hier sehen. Okay, hier, ich probiere nochmal kurz hier. Ja, okay, okay, okay. Hier geht was auf. Wäre auch weird, wenn hier Gnome drin sind.
Geht einfach auf. Bolzen, auch nicht schlecht. Dann untersuchen wir jetzt halt hier alleine die Höhle. Hier. Und vielleicht finden wir diesen einen Gnom, der uns auf den Sack geht. Oh yeah! Ja, aber hier geht's noch tiefer runter. Okay, ich habe davor aber noch eine Tür gesehen. Also jetzt ist Dungeon Time. Jetzt ist miese Dungeon Time. Vor allem, das ist ja auch nur einer von zwei, ne? Diese Skelettgruft, die steht ja auch noch offen. Und offensichtlich sind hier diese Ringe hoch im Kurs. Man kann hier gefühlt überall irgendwas pullen. Okay. Eine Schatztruhe. Ah ja, eine unmögliche. Ach, und nochmal. Nochmal von vorn. Rechts, links, rechts. Links, rechts. Der Dietrich ist hin. Rechts, links, rechts, links. Rechts, rechts, links, links. Mhm. Was gibt's hier? Schlösser öffnen. 150 Gold und ein Kerzenleuchter. Schlösser öffnen, auch ziemlich nice. Ja, überall Double Check. Mhm. Ich speichere mal wieder zwischendurch. Da ist ein Oger. Also jetzt geht es mir ein bisschen zu tief, als dass ich nicht gerne schauen wollen würde. Warte mal, hier können wir doch safe auch öffnen, oder? Ja. Als dass ich nicht schauen wollen würde, wo sich dieser letzte Gnom hier befindet. Also das kannst du ja keinem erzählen. Hier sind zwei Kisten nebeneinander. Das ist sehr sass. Und nochmal. Geschafft. Heile Heilwurzel und ein kleiner Bernstein. Wie haut man den jetzt am besten um? Oha, Schutz vor Magie. Ich würde schon sehr gerne mit dem Kollegen Rupert hier durch. Also durch beide. Der klebt wahrscheinlich immer noch hier oben, ne? Hey, so gut werde ich hier nie wieder reinfinden. Yo, der Gnom ist draußen. Finally. Okay, können wir weiter. Hast jetzt schon viel verpasst, sage ich dir. Okay, gehen wir jetzt erst in die Gruft oder erst dorthin? Also, weil da schaut es mindestens genauso groß aus und da ist ein Oger. Oger sieht mir mehr nach Endgegner aus. Den Ring haben wir schon betätigt. So, bist dabei. Ab in die Gruft. So ein bisschen Loot wird hier schon noch sein, ne? Ich habe den Teller davor schon gesehen. Irgendwas ist hier falsch. Das spüre ich. Hier sind halt Untote. Diese ganzen Gänge hier unten sind nur eine Finte. Der Gürger muss woanders sein. Hier haben wir nichts verloren. Lass uns wieder abhauen. Nee, ich hätte schon Bock auf eine kleine Gruft-Action. Wir wissen doch, wie wir gegen dich kämpfen. Einfach drauf, ja. Da hinten ist noch ein Skelettkrieger, aber die sind ja nicht allzu schwer, ne? Was gibt's hier so? Ey, das sieht echt wild aus hier unten. Ey, da sind wir echt wo gelandet, ey. Ach, süß. So, was gibt's hier? Eine Schatztruhe? Ja, und schon wieder eine unmögliche. Ey, imagine, wir wären hier, ohne dass wir Schlösser knacken, drei können. Ich würde mir einen Arsch beißen. Ach. Und nochmal. Also links, rechts, links, links, rechts. Der Dietrich ist abgebrochen. Links, rechts, links, links, rechts. Links. Links. Oh, Dicker. Links, rechts, links, links, rechts, links. Rechts. Mal von vorn. Nein! Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Links, rechts. Links, links, rechts. Links. Es war rechts, ne? Und jetzt muss er nochmal rechts, okay.
Okay, harte Truhe. Wir haben hier einen kleinen Saphir am Start und eine Wichtelkappe, also wieder Geschick halt. Ey, imagine, wir könnten diese Schlösser nicht öffnen. Starke magische... Oh, ein edles Schwert ist hier am Start. Schlösser öffnen, auch nicht schlecht. Können wir eigentlich auch mal benutzen, so, ne? Dann geht's nicht so auf die Dietriche. Vielleicht bei den nächsten Schlösserknacken unmöglich, Dings. Dass wir vielleicht lieber so einen... Ne? So einen Zauber benutzen. Oh, leck. Kommt ihr her. So, weg mit dem. Oh, die sind auch bald One-Hit. Unter der Burg her. Vasallenring. Yo. Dann war das... Verräterklinge? Verräterklinge, 55. Schaut auch sehr geil aus, sag ich. Ist halt irgendwo ein bisschen schade, dass die alle so ein bisschen useless sind halt, ne? Also, weil wir haben halt einfach was viel krasseres gefunden schon. Skelett. Buchständer. Hm, interessant. Ein bisschen Weisheit dazu gewonnen. Er ist einfach so ein Burgherr gewesen. So oder so hätten wir hierher gemusst. Aber halt auch im letzten Eck, ne? Das, ich sag ehrlich, wäre eher so eine Sache, wo ich Patroskon jetzt hat vermutet hätte. Als random in irgendeiner Höhle. Okay. Ist da noch was Gescheites drin? Und nochmal von vorne. Ist halt eine schwache Truhe. Jawohl. Sie gehört zu einem Bastardschwert. Wenn ich den Rest der Klinge finde, kann ich jetzt neu schmieden. Schwertspitze. Hatten wir das sowas nicht? Erfolgt das Schwert. Sturmwind. Tatsächlich. Und das sollen wir jetzt dann neu schmieden, oder wie? Oder was, oder wie? Wo sind denn die Pieces? Wir haben hier... Schwert. Zweihänder. Ah, okay. Hier ist das Schwert. Also hier der Griff fehlt halt. Wir haben die Spitze und das Schwert an sich. Und jetzt können wir... Ja... Schwertspitze, Schwertspitze, Schwertspitze. Ja, aber welche, hä? Da müsste es ja noch mehr dann geben. Okay. Da wird schon noch irgendwelche Pieces geben. Ich kann jetzt gerade nicht zu 100% sagen, welche Spitze zu welchem Schwert gehört. Aber das werden wir rausfinden, wenn wir irgendwas verschmieden, ne? Okay, dann sind wir jetzt hier durch. Haben ein Vasallending eingesteckt, haben die neue... Wertspitze. Hier sind wir auch schon gewesen. Okay, es ist echt labyrinthisch. Und jetzt geht's noch weiter nach Norden, wa? Dort, wo Rupert letzten Endes hin will. Am Ende ist dieser Oger sogar einfach der Gürger. Weil ich sehe halt hier nicht mehr die Möglichkeit, wie man noch weiter irgendwo kommt. Wir wären hier auch gar nicht durchgekommen. Hey du, warte mal. Was ist denn jetzt schon wieder? Dieser Komplex hier scheint noch gut intakt zu sein. Die Fährte führt genau durch diese Tür in den Berg hinein. Ja, das ist ja schön. Schon gut. Ich halte die Klappe. Geh weiter. Richtig desinteressiert. Ja, wird halt auch das Grand Finale sein, weil wir kommen hier eh nirgends weiter. Oh, wir haben wieder gut Tränke bekommen. Na, gucken wir halt mal. Ne? Ich habe auch wieder die Goblins gesehen, die Gnome gesehen. Ich kann mich nicht entscheiden. Sehr einladende Geräuschkulisse. Warte, wann wird's... Wo ging's lang? Hier haben wir schon, ne? Rupert, ich weiß gar nicht, wieso du so rumläufst. So halt unready. Zieh mal deine Waffe jetzt. Er sagt selbst, dass es hier gleich losgeht. So, die beiden Truhen haben wir. Dann sind wir hier durch. Und hier. Oh, das ist gar kein Ogre. Das schaut viel hässlicher aus, das Vieh. Da! Da ist er! Der Gürger! Was habe ich dir gesagt? Verdammte Scheiße, ist der groß! Bleib ruhig, wir machen das schon. Okay, okay. Wenn du das sagst, dann aber schnell, bevor ich es mir anders überlege. Warte, ich gehe erstmal durch die Tür, weil vielleicht bekommen wir da irgendwie einen taktischen Vorteil oder so. Nö, bekommen wir nicht.
Also ich würde sagen, wir müssen so oder so erstmal die Erze weghauen. Weil ich habe keinen Bock, gegen den Gürger zu fighten. Genau. Und dann die ganze Zeit irgendeinen Fisch und einen Hammer in den Rücken geworfen zu bekommen. Das muss nicht sein. Oder ein Apfel. Wie schaut's aus, Jung? Hast Bock oder nicht so? Bleib stehen! Macht er den jetzt oder nicht? Junge Rupert, komm zurück. Ich muss noch mal kurz speichern. So, jetzt. Der Gürger. Ich bekomme so ein bisschen Boss-Feeling gerade. Oh, der schaut aber auch geil aus, wirklich. Das war dumm von dir. Also es ist ein Ogre, der... Oh, er hat ein AOE-Spell drauf. Oh mein Gott. Oh, wir batschen aber auch rein. Komm, wir machen den First Try. Und zack! Die Legende vom Gürge. Was? Womit hat er das verdient? Goldene Kristallscheibe. Und 560 Gold. What the heck? Der hat ja gelootet. Und, jawohl. Die Quest gibt's gegen Ende noch schön. Oh, das ist auch nicht schlecht. Schlösser öffnen für Runenstein. Alter, nice. Oh. Wir haben doch ein bisschen extra Loot verdient, sagst du? Ja. Wir sind einfach halt ein Grab. Im Ruhe in Frieden. Wir sind im Hauptversteck. Wir können hier nochmal richtig dick durchlooten. Nö. Geh mal zurück. Ey, wie kann man hier zurück? Okay. Wir nehmen hier magische Spruchrolle. Das wäre cool, ja. So. Ey, wir haben den Gürger weggehauen. Wirklich, der ist nice designed. Das wäre geil, wenn man irgendwie so einen Helm anziehen könnte, wie vom Gürger. Also der hat ja so einen Knochenhelm mit hier so ein bisschen, ne? Wäre schon sehr nice. Antimagie-Kristall und ein Ei. Gibt einfach 5 Erfahrungspunkte. Das wäre schon sehr nice. Imagine, mit so einem Helm rumlaufen. Man wäre richtig badass unterwegs. Ist wahrscheinlich auch noch eine unmögliche Truhe. Nochmal Fanfaren. Wir reden gleich mit ihm. Er wird sich einen Ast abfreuen, dass er recht hat. Nimm den Kopf mit, Junge. Gib mir den Helm, nimm den Kopf. Und gut ist. Hier gibt's auch echt richtig dick Asche. Also in den Truhen und auch vom Gürger selbst. Wir sind bei knappen 6.000 wieder. Ja, nee. Dann nehme ich hier auch nochmal den Zauber. Ist ja egal, wann wir den benutzen, ne? So. Geil. Maximale Lebensenergie. Das ist sehr gut. Wichtiger als das Gold, sage ich euch. Wichtiger als das Gold. Ja, da haben wir hier doch dicken Loot rausbekommen. Kann man hier noch irgendwas öffnen? Nö. Was sagst du jetzt, Rupert? Der Gürger ist erledigt. Was denn? Wirklich? Bist du dir sicher? Ganz sicher. Keine Sau hat mir je geglaubt, dass es dieses Monster wirklich gibt. Ha! Und jetzt sind wir schon zwei, die von seiner Existenz wissen. Diesen Schweinen, die mich ausgelacht haben und für verrückt erklärt haben, werde ich es zeigen. Ich danke dir. Du hast mir geholfen, endlich wieder mit hoch erhobenem Kopf durch die Stadt gehen zu können. Hier, ein großer Jäger wie du kann sowas sicher gut gebrauchen. Jäger? Doch, Hornbogen. Ich gehe jetzt erstmal zurück zu meiner Hütte. Leb wohl. Und verlier nicht deinen Kopf. Rupert verlässt die Gruppe. Ja. Nice. Was, wie krass ist ein Hornbogen? Ich glaube, der war ganz okay, ne? 50. Naja, wir sind auch ein Level auf. Nee, sind wir nicht. Aber wir haben geisteskrank viel Erfahrung bekommen durch den Gürger. Mit dieser Legende vom Gürger. 1000 Erfahrungspunkte. Was ist hier? Schlösser öffnen. Oh, okay. Schon ein geiler Zauber. Also wenn wir den irgendwie noch auf eine Rune draufhauen könnten, wäre sehr nice. Ich höre so ein bisschen Kampfmusik und ich habe auch noch so ein Gnomengeräusch gehört. So ein Wow. Ich meine, ja gut. Letzten Endes juckt es jetzt auch nicht, ob hier noch ein Gnom rumgammelt oder nicht.
Weil wir haben die 15 Werkzeugbeutel. Wollen wir da mal gucken, was jetzt geht? Ich habe halt irgendwie ein bisschen Angst, ne? Die Rückkehr in die Stadt könnte halt irgendwie schon auch Gefahren mit sich bringen. Vor allem jetzt, wo wir letztes Mal, als wir dort waren, also vor ein paar Minuten so gesehen, die Aufmerksamkeit auch noch von jedem auf uns gezogen haben. Am Ende wäre halt nur eine Person pisst gewesen. Aber daher, dass die gesehen haben, dass wir gejagt werden, sind die dann einfach mit drauf. Das ist mir jetzt so auch noch nicht passiert. Ist ja geil. Ja, es hat sich aufgehangen. Okay, haben wir jetzt Stress hier oder nicht? Ich leg's auch einfach mal gar nicht drauf an. Walter? Nee, wir müssen mit Walter quatschen. Walter war das, ne? Ja. Ich habe bei den Gnomen diesen Werkzeugbeutel hier gefunden. Super, genau sowas habe ich gesucht. Ich bräuchte etwa 15 Stück davon. Ja, nimm, mein Freund. 15 Werkzeugbeutel. Was gibt's da jetzt? Ich hoffe, damit hast du jetzt genug altes Metall. Du hast den Gnomen echt den ganzen Schrott geklaut und hierher geschleppt? 500 Unfassbar. Ja. Ja, nicht schlecht, was? Alle Achtung, das ist eine reife Leistung. Hier hast du auch eine satte Belohnung für deinen Ärger mit den kleinen Mistkerlen. Ich pack dir noch einige meiner besten Rohlinge obendrauf. Du hast mir sehr geholfen. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich jetzt aufgeschmissen. Ja, okay. Pass auf deinen Rücken auf, wenn du da draußen bist. Wir sehen uns, mein Freund. Ja, warte mal. Okay, der kann uns dann Obsidian-Rohlinge herstellen, aber ich glaube, das war wegen dem Schwert. Worum geht's? Ach so. Kannst du mir was bei... Wenn du die nötige Erfahrung und... Wie viel waren das nochmal? 5 Lernpunkte und dann wahrscheinlich nochmal 5 und dann wahrscheinlich nochmal 5 oder vielleicht sogar mehr. Die haben wir halt gerade nicht. Sonst hätte ich gesagt, komm, wir gehen rein, aber gleich dreimal. Wir haben kein neues Kapitel, deswegen glaube ich, er hat nichts Neues, aber wir können trotzdem mal schauen. Zeig. Boah. 75, die haben wir ja auch, ne? Ja, die haben wir auch. Und das Zeug ist halt nicht das Wahre. Nee, das ist halt nicht das Wahre. Den haben wir ja auch, ne? Jaja, Stadtwache. Okay. Nee, dann können wir, glaube ich, erstmal nichts machen. In der nächsten Instanz würde ich... Ich glaube, da würde es dann Richtung Don gehen. Da können wir dann die... Diese Kristallscheibe abgeben. Und ich denke mal, dann bekommen wir langsam echt eine neue... Also langsam wäre es echt mal, ne? An der Zeit für eine neue Rüstung, würde ich behaupten. Aber für die Folge soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns jetzt einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde. Macht's gut.